Okay. Wir brauchen immer noch Terrormilben. Und Tollkrallen. Das war Terrormilbe. Beziehungsweise zwei brauche ich noch. Die ist tot. Da geht der White Match drauf. Und jetzt hier noch. Und tschüss. Okay, wir brauchen noch eine Terrormilbe. Terrormilbe und Iksal. Woher soll ich wissen, wo die Iksal sind? Ich habe zwar letztendlich keine Ahnung. Okay, also was, was mir nicht angezeigt wurde? Nett. Bis gleich. Lecker. Ja, ist geil, oder? Ja. Das müssen wir uns merken. Die Rezeptur. Weiß ich jetzt noch nicht mal. Oh. Wie sieht der Nacken aus? Gut. Ja, ja, sieht gut aus. Ja? Ja. Good. So kann ich dich rauslassen. Aber ich bin jetzt so gut. Ja. Dann viel Erfolg. Ja. Und sagst du Bescheid, wenn du wieder da bist? Ich höre ja unter den Dingern nichts. Laut Helmchen. Ja. Okay. Liebe dich. Bis auf Reden. Wobei doch, ich weiß, wo Xer sind. Aber das ist nicht der Erdenbrunnen. Glaube ich, oder? Ja doch, könnte noch dazugehören. Aber dennoch brauche ich eine Terrormilbe noch. Hallo, Terrormilbe. Okay. Jetzt noch die Iksal suchen. Kann lustig werden. Iksal suche. Da wäre irgendwas eine Terrormilbe gewesen.
Hier sind sie. Hier sind sie. Okay, da sind noch mehr Toll, doch Trollkrallen. Ich wollte gerade sagen Trollkrallen, aber nee. Das sind leider keine. Ready? Damit haben wir was 2000. Oberes Lanosphäre, südliches, östliches Tanalan. Wir mal gucken. Was denn bei den Lieferungen? Also ich würde es schaffen, die 3000 zusammenzukriegen, so ist es nicht. Das ist kein Beinbruch. Aber trotzdem. Da kann ich gleich mal gucken. Wir haben hier den Fischer wenigstens noch. Dass ich gucke, was dann beim Fischer gemacht werden kann oder abgegeben werden kann. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich den Fisch gerade noch im Inventar habe. Bei meinem Glück. Aber ich muss auch gleich unbedingt die Story weitermachen. Eigentlich würde ich ja nicht so lange machen. Liefereinsätze, Nachschub, Glasbarsch. Menge einer. Okay. Dann gucken wir mal nach einem Glasbarsch. Ich gehe den jetzt nicht extra sammeln. Ich habe ja gesagt, ich sammle dann eigentlich alles, aber das mache ich bezüglich der Handwerker. Bei den Lieferungen ist es mir jetzt egal. Ich will nur meine Steinchen da, also meine Taler kriegen. Für mehr brauche ich das Ganze jetzt gerade erstmal nicht. Nicht mal zum Leveln. Einfach so. Ja, Glasbarsch. Glasbarsch. Gibt natürlich keinen. Okay. Glasbarsch. Okay, dann nicht. Huch. Dann einfach nicht. Dann gehe ich Story weiter. Dann ist das SPK. Dann ist mir das erst einmal Wumpe. Krötenstuhl ist auch hier. Ist aber die falsche Richtung. Achso, da muss ich hin. In der Nachricht von Forsay von der Bruderschaft der Morgenviper sagst du,
Verstanden. Wenn die Älteste irgendwo im Wald ist, werden wir sie finden. Und du ziehst jetzt weiter zu Buskaron? Dann solltest du dich südlich halten. Er hat nämlich im Südwald eine Kneipe aufgemacht. Das wissen wir. Also südlich, ja. Kriegen wir hin. Ja, ich würde das gerne mit den anderen machen. Ich habe halt weder einen Tank noch einen Heiler gerade zur Auswahl. Ansonsten muss ich halt bis morgen warten. Bis ich meine Beförderung da kriege. Geht ja auch. Okay. Gibt's hier jetzt irgendwas im Bestiarium? Ja. Grabranke und Rotbauchblinzler. Wenn ich nicht weiß, wo die sind. Aber egal. Ja. Hi. Sei gegrüßt, Abenteurerin. Wir haben den besten Grog und das leckerste... Hä? Du bist nicht hier, um dir den Bauch voll zu schlagen? Ah, es dürfte sich nach Informationen, wie? Ja, ich habe etwas von einer Silfe gehört, die hier in der Gegend herumlungert. Aber ich kann dir nicht sagen, ob es sich dabei um die Älteste handelt, die du suchst. Diese Waldfeen sehen doch alle gleich aus. Und wenn man sie nicht blau oder rot anspricht, kann sie doch keine auseinanderhalten. Wenn du ein wenig Zeit hast, solltest du eine Weile hier bleiben und schauen, was passiert. Wer weiß, vielleicht stolperst du dabei gar selbst über diese Silfen, Älteste. Ja, vielleicht tun wir das. Aber zuallererst zieh ich mir eine Jacke. Ist doch etwas frisch langsam. Bis vor 2 Wochen musste man sich noch so kühl wie möglich anziehen. Jetzt ist man froh, wenn man wieder warm eingepackt ist. Auch seltsam. Seltsames Wetter. Kalt. Einfach nur kalt. Einfach nur kalt. Oh. Okay. Es gibt leider noch nichts Neues über die Älteste der Sylphen. Solange wir nicht wissen, wo sie steckt, können wir auch nichts unternehmen. Bis es soweit ist, könntest du mir vielleicht den einen oder anderen Gefallen tun. Draußen ist ein Trunkenbold, der eine Schlägerei anzetteln möchte. Kannst du ihm eine kleine Abkühlung verpassen, damit er wieder einen klaren Kopf bekommt? Meine Gäste können die ganze Nacht über zechen und laut genug krakehlen, um die Toten aufzuwecken. Aber sobald es handgreiflich wird, muss ich einschreiten. Ein Eimer kaltes Wasser über den erhitzten Kopf wird den Guten schon wieder zur Vernunft bringen. Gegen dieses Hausmittel ist selbst der stärkste Trunkenbold nicht gefeit. Das garantiere ich dir. Meinst du, ne? Was guckst du so? Soll ich dir eins aufs Auge geben? Wasser.
Mehr sage ich nicht, einfach nur Wasser. Verdammt, ist das kalt. Was meinst du mit keine Schlägereien? Dieser Dunkelalbenabschaum. Ja, ja, ich kenne die Regeln. Dieser Bastard hat nochmal Glück gehabt. Für heute zumindest. Nett. Wirklich nett. Gut gemacht. Ich kann nicht zulassen, dass sich meine Gäste wegen eines lächerlichen Vorurteils in die Haare kriegen. Der Bursche, dem der Wutausbruch galt, ist ein Dunkelalb, der Elesen. Diese Leute meiden Städte und ziehen es vor, in der Wildnis zu leben. Daher werden sie von vielen für gewöhnlichen Banditen gehalten. Ehrlich gesagt können die Dunkelalben mitunter recht schwierig sein. Aber die meisten sind ganz in Ordnung. Und ich halte es nicht für richtig, einem bestimmten Volk Zugang zum Horst zu verwehren. Nur weil es einen schlechten Ruf hat. Es sollte zumindest einen Ort auf der Welt geben, an dem jeder zahlungswillige Gast sich in Ruhe einen genehmigen kann. Meinst du nicht auch? Mhm. Gibt es irgendwas? Natürlich nichts, was ich gebrauchen kann. Bei welcher Ausrüstung bin ich denn? 20, 20, 15. Oh je. Falls du Arbeit suchst, bist du bei mir wie immer an der richtigen Adresse. Diesmal geht es um einen Quirken, Teterun mit Namen. Ein braver Bursche, sage ich dir. Kurz nach der Katastrophe fand ich ihn schwer verletzt im Wald. Ich nahm ihn mit und päppelte ihn auf. Aus Dankbarkeit arbeitete er danach eine Weile hier im Horst. Doch irgendwann kam auf die Idee, sein Glück als Händler zu versuchen. Als sich ihm die Gelegenheit bot, zog er schnurstracks mit einem Händler nach Lancea. Erst als er schon lange fort war, ist mir aufgefallen, dass er etwas vergessen hatte. Könntest du es ihm bringen? Auf der Handelsstraße in Limsalominsa kenne ich einen Rögerdien namens Benzwing. Er könnte wissen, wo unser kleiner Quirkenfreund abgeblieben ist. Okay. Ah, da ist dann auf jeden Fall unsere Klassenquest. Die können wir einmal fix machen. Fix, sagte sie. Ohne zu wissen, dass es lange dauern wird. Nein, lass sie in Ruhe. Und ich habe mir Sorgen gemacht, ob du der Einladung auch folgen würdest. Die hier steht aber nicht auf der Gästeliste. Sie ist von der Waldläufergilde, aber sie ist nicht aus Cardania. Nicht der klassische Kandidatin für unsere Truppe. Aber ich mache auch gern meine Ausnahme. Nein, ich wollte mich nur von ihr verabschieden. Darius, seit mich Papa mit solcher Leichtigkeit besiegt hat, zweifelte ich an meinem Weg. Endlich habe ich erkannt, dass mein Platz nicht bei den Leuten in der Stadt ist. Ich würde immer eine Fremde bleiben. Was ich auch tue. Ich gehöre hierher. Das ist mein Volk. Bei den Mondstreunern ist die Tradition des Bogenschießens lebendig. Ganz anders als in der Gilde. Und deswegen werde ich mit ihnen gehen. Verzeih mir, aber das ist die einzige Heimat, die ich habe. Versprich mir nur, dass du Lucien nichts sagst. Oder Silver. Kein Problem. Hey Daria, hast du deinen Frieden mit dem Mädel gemacht? Gut, dann erledig die Schlampe. Hallo? Was? Nein! Was ist? Du hast doch nichts mehr am Hut mit der Gilde. Wo ist das Problem? Wenn einer von denen ins Gras beißt. Nein, das dürft ihr einfach nicht. Versteht ihr? Nicht sie! Da hatte ich die besten Absichten mit dir, kleine Lay. Und dann so eine Weicheierei. Wo ist denn dein Stolz als Jägerin, Schätzchen? Dein Feuer. Für so eine habe ich wirklich keinen Platz, um keine Pfeile zu verschwenden. Los, haut ab, bevor ich es mir überlege. Und wenn ich euch noch mal erwische, gibt's kurz einen Prozess, kapiert? Nett. Einfach. Nett. Das ist deine Schuld. Du hast mich um meine letzte Zuflucht gebracht. Du bist so stark, ja, so unglaublich stark. Was macht dich so stark, Alter? Was? Sag es mir. Sag es mir.
Du bist nach mir in die Gilde gekommen und hast mich doch schon bei weitem überrundet. Du weißt immer, was zu tun ist und fühlst dich überall zu Hause. Ich möchte noch einmal mit dir sprechen. Nicht jetzt, später. Ich muss nachdenken. Treff mich am Stubben. Ich werde da sein. Okay. Okay, Mühlenbruch habe ich mich noch nicht harmonisiert. Machen wir aber einmal fix. Vielleicht treffen wir hier irgendwas, was ich, Bestiario-mäßig erledigen kann. Auch wieder 1 von 5. Hey, der Witzka. Die haben es aber mit dem 5er. Ich brauche noch 2 Stück. Einer ist da. Ich brauche noch einen. Einen brauche ich noch. Nur wo? Toll, dahinter komme ich nicht rein. Geht wahrscheinlich nur, wenn der Fate da ist. Ist doch scheiße. Muss ich warten. Jetzt 1900. Dann einmal harmonisieren. Und dann einmal nach Limsa. Jo, gleich ist dann auch die nächste große Fahrt. Die würde ich dann einmal mitmachen. Die nächste Fahrt. Bring dann gleich nur einmal kurz den Teller und alles hoch. Damit mir das hier nicht rumsteht. Weil ich kenne mich. Ich schmeiße hier schneller irgendwas um, als mir lieb ist. Gut ist ja, dass wir eh danach wieder in Limsa was zu tun haben.